Ich mache jetzt etwas ganz Historisches. Ich fahre mit der Museumsbahn von Bederkesa nach Cuxhaven. Hier gibt es noch so richtig alte Ticket Office, eine Bahnhofsgaststätte. Cool. Das hier ist das Zugrestaurant aus den 50er Jahren. Ne? Wie war das hier mit dem Kaffee? Der wird gerührt, ja? Ja, und geschüttelt. Geschüttelt. Geschüttelt, geschüttelt, geschüttelt. Sind Sie geschüttelt. Die Frau Schneider? Nein. Das ist die Strecke, die wir jetzt hier fahren. Ja, aber die Karte ist schon etwas älter. Ja, ja, cool. Nein, das ist nicht schwierig, sondern das ist interessant. Also, die Bundesbahn nach ihrer Gründung hat ja etliches an Wagenparks gehabt von der Deutschen Reichsbahn und noch von den Länderbahnen. Also wir reden hier über die Königin Preußische, die Bayerische Staatsbahn. Und Gartenkontrolle. Ich bin schwach. Ich bin Schwachfahrer. Willst du von mir nicht sehen? Der ist aufgeteilt hier. Ja, hier, rechts. Ganz hinten, ganz nach hinten. Genau. So. Ja. So. Das ist halt die kleine Seite. Ja. Gut, besser? Ja, danke. Nochmal. Guten Morgen, vorher Tag, wir wollen zusteigen. Ja, so, wir sind jetzt hier im Fischereihafen und haben hier ein bisschen Zeit hier essen gehen. So, der Zug endet unmittelbar am Fischereihafen. Hier ist dieser berühmte Krabbenfischer Steinbock und hier ist das alte Museumsschiff Gera. Ja, das hier ist Museumsschiff zur Hochseefischerei. Ja, hier gibt es die Hansa Bremerhaven. Das haben Sie hier auch das erste Mal. Das ist ein Gastronomieschiff. Gut, die Küche sieht jetzt hier nicht so aufregend aus. Zum zweiten Mal zu Gast hier im wunderbaren, in der wunderbaren Location Kronseck. Gleichzeitig heute auch unser Sponsor. Wir danken dafür, Michael. Der Wind zerrt an den Segeln, jetzt geht die Reise los. In viele fremde Länder, der Ozean ist groß. Nun richtet schnell den Anker, den Kompass richtet aus. Matrosen in die Masten, volle Fahrt voraus. Das Schiff, das nennt sich Mer. So, hier, das ist hier die Restaurantmeile am Fischereihafen. Das ist sicherlich das Beste, was Bremerhaven zu bieten hat. Wobei ich persönlich den Fiedler als Restaurant empfehle. Das ist definitiv das Beste hier. Ja, das ist hier definitiv ein Besuch wert. Und das habe ich jetzt fest einprogrammiert, dass ich während der Sommermonate alleine und auch wenn Heidi da ist, alle 14 Tage den Zug hier hinnehme. Und das ist eine tolle Sache. Auch mal kein Auto. Perfekt. Ja, hier gibt es noch den Fiedler als Fischmarkt. Das heißt also, das ist ein ein Geschäft, wo man praktisch alle erdenklichen Fischsorten kaufen kann. Sehr zu empfehlen. Uraltes Fahrzeug von der Fischräucherei Herbert Franke. Der war offensichtlich ein Fan von Werder Bremen. Ja, hier beim Fiedler gibt es auch ganz einfach
Fischbrötchen, relativ bezahlbar. Okay hier. Und wenn man das isst, dann kann ich nur hier eine Selbstbedienungsvariante zu überschaubaren Preisen. Bei Fiedler, aber ich gehe ins Restaurant, da finde ich einfach besser. Das Fiedler-Restaurant ist definitiv das teuerste, aber auch das beste hier am Fischereihafen. Da setze ich mich jetzt mal ganz kurz hier drin. Das ist sicherlich das schönste Restaurant, was wir hier haben. Hier, der Kellner sagt mir, dass die auch auf Notbetrieb umgestellt haben und praktisch drinnen gar nicht mehr servieren, weil sie kein Personal haben. Absolute Scheiße. So, ich esse heute noch eine Kutterscholle. Das ist das Einzige, was ich auf der Karte habe. Gut. Jo, dafür ist die Scholle trotzdem extrem gut. Auch wenn Fiedler nur eine Notbesetzung hatte, es war trotzdem gutes Essen, die Scholle. Ja, hier im Fischereihafen liegen ein paar Museumsschiffchen und auch ein paar andere Schiffe. Keine Ahnung, was das für Schiffe sind. Es gibt jetzt hier noch dieses Traditionsrestaurant Natusch, was ich auch empfehlen kann. Es ist nicht ganz preiswert, aber das ist schon eine feine Fischküche. Man kann sich kaum halten, doch auf jeden Weg, was alles noch kommt. Ich werd's überstehen, das Leben ist so schön, denn jeder Strom, jeder Seemann, der trinkt gern rum. Standen da einfach so rum. Der Käpt'n ließ uns schwören, dass keiner verkostet den Rum, ganz ohne Rum, ganz ohne Rum. Der Sonnenlicht kam ein Gruß durch den Äther nur für mich. Gutlandsdörfer, dort hinterm Deich der hohe Turm, einst funkte er durch Ebbe, Flut und Sturm. Die Kultmusik hier ist empfehlenswert. Das Lokal heißt Krons, ist direkt hier am Eingang vom Fischereihafen. Muss man auf jeden Fall hingegangen sein. Aber zum Abschied gibt es beim Fiedler Café noch eine Friesentochter. So, ich verlasse jetzt so nach 2 Stunden den Fischereihafen, reicht es auch hier. Außer essen gehen und bei Fiedler noch ein Stück Kuchen essen, kann man eigentlich auch nicht mehr hier. Da hinten ist auch erstaunlich ruhig und das für einen Sonntag im Sommer. Ja, das ist schon erstaunlich. Unser Schiff gleitet stolz durch die schäumenden Wellen. Es schwappt der Wind, unsere Segel mit Macht. Seht ihr hoch und hoch, wenn die Fahnen sich wenden. Ja, ich fasse mal den heutigen Tag zusammen. Das mit der Museumsbahn ist definitiv eine gute Sache. Das kann man sicherlich ein, zweimal im Sommer machen. Hier Fisch essen ist auch okay. Ein bisschen Leute beobachten. Und das Beste ist nur Augenblick hier diese Traditionskneipe Krons mit den Liveband. Ne? Das heißt hier Kronsgarten. Ich muss jetzt mal gucken, ob die jedes Wochenende eine Veranstaltung haben. Das alleine lohnt eine Fahrt hier hin. So, jetzt geht's wieder mit der Museumsbahn zurück. So, die Fahrt ist zurück. Einer von den Mitarbeitern hier der Museumsbahn hat mich aufmerksam gemacht auf ein Hexenhaus, was hier auf der linken Seite zu sehen ist. Guck mal gleich mal. Was hast du gesagt? Rangstedt. So, wir sind wieder an unserem Ziel. Das sind die sogenannten Trendspotter. Das hier ist der Bahnhofsvorsteher. Natürlich auch seine Fahrer damit gehen, was eine interessante Alternative ist. Speziell dann muss man aber aussteigen im Hauptbahnhof in Bremerhaven. Von da aus gibt es diverse interessante Rundtouren mit dem Fahrrad.
Informationen dazu im Informationszentrum Bremerhaven, was auch am Fischereihafen 1 ist.